Schliemann, zweifellos ein besonderes Kind Mecklenburgs. Das Forschen dieses Pioniers der Feldarchäologie wird im Heinrich-Schliemann-Museum in der Schliemann-Gemeinde Ankershagen gewürdigt. Es ist das einzige Schliemann-Museum und die einzige Schliemann-Forschungsstätte weltweit. Die aktuelle Sonderausstellung Eranos zeigt Gemälde und Grafiken regionaler Künstler, nämlich von Silke Voss und der Gruppe Argoje, um Gerd Pistor und Knut Bartsch. Frau Voss interpretiert ganz der Bedeutung des Wortes Eranos als antikes Gastmahl entsprechend in ihren Werken solche Anlässe auf verschiedene Weise. Die Bilder der Gruppe Argoje zeichnen sich dadurch aus, dass sie eigentlich bereits ad acta gelegt, immer wieder von den Künstlern übermalt und erweitert wurden. Reisen Sie zurück in die Zeit, in der es nur Bio gab. Die Landwirtschaft MVs blickt auf eine 5000-jährige Geschichte zurück. Im Agroneum Altschwerin wird diese lebendig. Auf einem authentisch erhaltenen ritterschaftlichen Gut sind viele Höhepunkte rund um Ackerbau, Traktoren und Viehzucht zu bestaunen. Zum Beispiel ein Museum im Museum, eine 1988 gestaltete DDR-Ausstellung zur Landwirtschaftsgeschichte. Erwandern Sie sich das kleine Dorf und gehen Sie dabei auf Entdeckungsreise durch große und kleine Technik, eine Dorfschule, ein original erhaltenes LPG-Bauernhaus, Schmiede, Windmühle und vieles mehr. An wenigen Orten werden die dunklen Kapitel der Vergangenheit Deutschlands so deutlich wie in Peenemünde, von wo aus die ersten ballistischen Raketen der Welt starteten. In dieser düsteren und unheilvollen Kulisse können Friedenszeichen eine besondere Wirkung entfalten. Schon immer ließ die Kraft der Musik Menschen an ein friedliches Miteinander glauben. Diese Philosophie vertritt der Dirigent Kurt Masur, wie nur wenige andere. Anlässlich seines 85. Geburtstages widmet das Historisch-Technische Museum Peenemünde dem Ausnahmekünstler die Sonderausstellung Kurt Masur – Ein Leben bewegt durch die Kraft der Musik mit Dokumenten aus seinem Privatarchiv. Exklusive Aufnahmen vom Usedomer Musikfestival verdeutlichen seine besondere Rolle für den musikalischen Nachwuchs. Konzerte des Festivals finden seit 2002 in der Turbinenhalle des geschichtsträchtigen Ortes statt.